Den besten Schutz vor Sonnenbrand bieten Kleidung und Schatten. Mittagssonne sollten Sie deshalb meiden. Sonnencreme allein schützt nicht vor Krebs, trotzdem ist sie enorm wichtig. Achten Sie beim Kauf darauf, dass Sie vor UVA- und UVB-Strahlen geschützt werden. Und ruhig einen hohen Lichtschutzfaktor wählen, er verlängert die Zeit, die die Haut ohne zu verbrennen in der Sonne übersteht. Diese Zeit sollte jedoch nur zu 2/3 ausgeschöpft werden. In unserem Beispiel also nach 200 Minuten raus aus der Sonne. Anschließend nochmal nachzulegen hat übrigens keinen Sinn. Und wichtig, nicht erst am Strand eincremen, sondern mindestens eine halbe Stunde vor dem Gang in die Sonne. Organisch-chemische Lichtschutzfilter müssen ihre Wirkung erst entfalten. Auch die Augen brauchen Schutz. Brillen mit großen Gläsern und breiten Bügeln sind effektiver. Wichtig für einen ausreichenden Strahlenschutz ist eine gute Qualität der Gläser. UV-400 schützt das Auge optimal vor ultravioletter Strahlung. Und auch ein schicker Hut mit breiter Krempe spendet den Augen Schatten.